Hello, Deputy Beagle, where are you? Aha. Ah. Oh, drei Raketen eingepackt. Und natürlich habe ich sie wieder instant mit meinen gierigen Fingern alle eingepackt. So. Hey, bis jetzt doch prim, wir müssen jetzt Gas geben da drüben, Männer. Macht mal was. Oh. Minen. Ha. 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 Oh, jetzt bin ich fett. Voll. Fett und voll. Eine Mine muss ich wieder wegschmeißen. Wo sind die Minen? Mine. Dynamit, Baseballschläger. Sind die bei Munition oder was? Moment. Dynamit, Fernglas, Laser, Plasma, Robus. Später, natürlich. So, meine Herren. Hallo. Killer ist am Start in Brim. Ah, ich merke jetzt erst, dass meine Facecam, meine Kamera wieder vollgelaufen ist. Also sie ist jetzt, hat sich beendet. Ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, dass sie sich beendet hat. Meine Cam. Oh ja. So. Ich werd noch ein paar Minütchen hier spielen. Und dann habe ich aber auch echt über eine Stunde aufgenommen. Das muss ich dann erstmal wieder verarbeiten. Gehen wir mal hier rein und gucken, was hier so abgeht. Deputy Beaglesheim. Rein mit uns, rein! Hello, Deputy Beagle, where are you? Deputy! Deputy Beagle! Was hat er im Kühlschrank, der Beagle? Nichts. Was hat er hier? Ah, sehr gut. Zack. Das kann ich den Revolver, den ich eh schon überflüssigerweise dabei habe, immerhin reparieren. Der Soldatenhelm, das ist viel zu krass. Bis jetzt hätte der Schutz auch immer gereicht, beziehungsweise die Rüstung hat er immer gereicht, die ich da am Start habe. Was haben wir da noch für ein Haus? Hallo? Da hinten ist schon einer. Schnell weg, schnell hier rein. Hier, Sheriffbüro von Brim. Gehen wir nochmal zum Sheriff. Der regelt es. Immer noch Vorsicht, okay. Vorkriegsgeld, sehr gut. Nachladebank. Nichts zerlegen. Ich will doch. Warum soll ich denn alles zerlegen? So, achso, ich muss mich nicht mehr verstecken. Und dann hier. Werkzeugkasten. Schrauber. Nein. Okay. Schreibtisch. Geld. Jawohl, Kronkorken, sehr gut. Ach. So. Ist natürlich blöd, wenn man Deputy ist und dann die Penner kommen. Die Pulverbanditen. AKA Penner. Habt ihr was Schönes dabei gehabt? Nein. Leer steht da unten dran, okay. Ah, Stange Zigaretten. Ist auch so viel wert. Vielleicht kann ich ihn auch schnell verkaufen. Komm schon. Ich prügel jetzt einfach die Pulverbanditen hier noch aus Brim raus und verkaufe meinen Kram. Wie sie es anhört, ich prügel sie aus Brim raus. I'm gonna prügel them out. Komm schon. Ja. Umherziehen, da. So. Achso, ja, speichern, Mensch. Machst du jetzt mal hinne. Hallo? Ich nehme jetzt doch einfach meine Waffen zur Hand. Damit auch einfach die Munition langsam leer geht. Na, reicht schon. Wow! Er ist einfach explodiert! Und da steht einer an der Wand. Okay. So muss es sein. Dynamit. Turbo. Was habe ich hier? Ich habe doch irgendwas doppelt gehabt. Danke lieber.
Hello? Oh, liegt jemand? Shit. Daniel Wyant. Mojave Express Lieferauftrag. Sehr gut. Wo sind meine Notizen? Notizen. Notizen. Moment, das ist hier irgendwo. Da. Liefern Sie. Ach, guck mal. Liefern Sie das Paket über Freeside zum nördlichen Eingang des Vegas Strip. Das ist das gleiche hier, ne? Dort wird Sie ein Vertreter des Empfängers erwarten, der das Paket übernimmt und für die Lieferung bezahlt. Bringen Sie die Bezahlung zu Johnson Nash in der Zweigstelle des Mojave Express in Prim. Bonus bei Abschluss 150 Kronkorken. Lieferschein. Dieses Paket enthält zwei. Einen übergroßen Würfel aus flexiblem Material. Okay, Vertragsstrafen. Als autorisierter Vertreter des Mojave Express sind Sie bis zum Abschluss der Lieferung und der Abwicklung der Bezahlung vertraglich dazu verpflichtet, diese Transaktion abzuschließen und übernehmen die materielle Verantwortung für strafbare Handlungen oder Verlust, falls keine Lieferung an den... Oh Gott. Falls keine Lieferung an den richtigen Empfänger erfolgt, können eventuelle Vorschüsse und Bonuszahlungen verfallen. Weiterhin bleiben Strafverfahren und oder Verfolgung durch seltener Rückholteams vorbehalten. Der Mojave Express ist nicht haftbar für Verletzungen oder Lebensverluste, die im Zusammenhang mit dem zuvor genannten Rückholaktion, mit der zuvor genannten Rückholaktion entstehen. Was ist hier dabei? Zwei übergroße Würfel aus flexiblem Material. Gut, gut. Ist jetzt noch jemand am Start? Das ist der, der in der Wand steht, ne? Der ist mir völlig egal. Ja, Nash, ist er das nicht? Ist er ne? Beschäftigte Roboter untersuchen. Während des Kampfes kann er sich nicht konzentrieren, schade. Was für ein Kampf überhaupt? I can't see any fight. Naja. Ich auch. Was? Reicht's schon? Kriegst du ein bisschen in die Fresse? Bam! Wow! Momente mal! Er hat irgendwie seinen Kopf verloren. Oh Mann. Die, den holt er noch rum. Die Pistole kann ich aufdazzeln. Und jetzt. So. Soll ich noch ein Wort des trinken? Komm, ich trinke noch einen. So. Sie sind süchtig. Shit. Egal. Vicky and Vance. Hier sind wir richtig. Gehen wir mal rein. Woo! Ich weiß nicht, was Sie nach Prim geführt hat, aber ich rate Ihnen, wieder zu verschwinden. Die Stadt ist erledigt. Wer sind Sie? Johnson Nash ist mein Name. Bin der Mann von Ruby Nash. Wir leben seit fast 8 Jahren in Prim und sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Ich bin eigentlich Händler, aber in letzter Zeit gibt es nicht viel zu tun. Außerdem führe ich die Niederlassung des Mojave Express hier. Ich bin ein Kurier des Mojave Express. Ich habe Mojave. Keine Arbeit für Sie. Tut mir leid. Ich habe ein Paket verloren. Das hätte ich ausliefern sollen. Ich werde Ihnen sagen, was ich kann. Haben Sie vielleicht einen Lieferauftrag? Lieferschein zeigen. Was können Sie mir über diesen Auftrag sagen? Oh, Sie reden also von einem dieser Pakete. Der Job war von Anfang an irgendwie seltsam, aber wir sind auf die Kronkorken angewiesen. Erzählen Sie mir von dem Auftrag. Dieser Cowboy-Roboter wollte 6 Kuriere anheuern. Jeder sollte etwas anderes transportieren. 2 Würfel, eine Schachfigur, sowas in der Art. Ich sollte beim Expressbüro im Hub 7 Kuriere anfordern. Und zwar offenbar nur, um Nippes zu transportieren. Spielkarten, Würfel, Schachfiguren, so Kleinkram. Und dann dreht er sich plötzlich um und sagt, dass er 6 Kuriere will, nicht 7. Er zog zurück. Ja, hat ganz komisch geguckt, als er Ihren Namen auf der Liste gesehen hat. Hat mich entgeistert angeschaut und gefragt, ob der Name wirklich stimmt. Ich habe ihm gesagt, dass sie todsicher noch leben. Da hat er den Job einfach abgelehnt. Hab ihn gefragt, ob er sich da ganz sicher ist. Nein, Kurier 6 soll das Paket abliefern, hat er gesagt. So, als würde sich die Mojave um sie kümmern. Und dann ist er einfach verschwunden.
Wie bitte? Wissen Sie, wer er war und wo er hin ist? Keine Ahnung. Aber er muss sie wohl gekannt haben, so wie er sich verhalten hat. Er hat sich sogar gutes Geld durch die Lappen gehen lassen. Hoffe mal, er hat keine Probleme mit ihrem Paket befürchtet. Vielleicht dachte er auch nur, dass ihr Name Unglück bringt. Er weiß. Naja gut, also man hat mir den Chip geklaut. Ein Mann im karierten Anzug und seine Schläger. Kamen Sie hier vorbei? Jetzt, wo Sie es erwähnen, jemand aus der Stadt war vor ein paar Nächten draußen auf der Suche nach Brauchbarem. Er meinte, er hätte einen Typen mit einem schicken Anzug und ein paar dieser Großkahnschläger gesehen, die über einen Chip redeten. Einer dieser Männer hat mich angeschossen. Ich muss wissen, wie ich sie am besten einhole. Da sollten Sie sich am besten an Deputy Beagle halten. Er hat Sie beobachtet, okay, seit Sie aufgetaucht sind. Und er war beim Bison's Tief, als Ihr hübscher Freund hier vorbeigekommen ist. Vielleicht hat er auch mitbekommen, wohin Sie wollten. Ich würde gerne noch etwas anderes fragen. Ich habe nichts weiter vor. Wo bekomme ich Informationen über den Mann, der auf mich geschossen Beagle hat? Beagle hat sich ein paar Notizen gemacht, als er die Pulverräuber belauscht hat. Vielleicht kann er Ihnen weiterhelfen. Okay. Ich wollte noch ein paar Fragen zur Lieferung stellen, die ich übernehmen soll. Ich werde Ihnen sagen, was ich weiß. Okay. Kann ich bitte noch schnell irgendwas verkaufen? Bevor die Pulverbanditen in die Stadt gekommen sind, war Johnson Nash für den Laden und die Station... Mac, ich muss hier spielen. Ah. Oh oh. Lassen wir brauch gleich... Mein Wort ist nach. Komm schon, warum kann ich hier nicht verkaufen? Das kotzt mich gerade voll an. Da! Du! Howdy, Partner. Willkommen im Casino-Museum Mickey & Vance. Wer sind Sie? Slim und jederzeit zu Diensten. Authentischer Viehtreiber und offizieller Sprechbot des Mickey & Vance Casino-Museums. Wow, diese Authentizität ist so authentisch. Wer waren Mickey und Vance? Wo waren Sie denn in letzter Zeit, Partner? Hatten Sie sich unter einem Fels versteckt? Mickey und Vance waren das vierte oder fünft berühmteste Verbrecherpärchen, das diese Nation je gesehen hat. Prim Slim kann Ihnen die ganze Geschichte erzählen, wenn Sie dafür eine Minute Zeit haben. Oh, okay. Juhu! Ich hatte schon seit Jahren keine Gelegenheit mehr, Ihre Geschichte zu erzählen. Eines vorweg. Jeder Dung darüber, dass Mickey und Vance Nachahmer waren, ist nur bösartige Verleumdung. Tatsache ist, dass Sie Ihre Verbrechensserie zwei Tage vor dem ersten Bankraub von Bonnie und Clyde begannen. Wer ahmte also wen nach? Zugegeben, Mickey und Vance zogen keine breite Schneise aus Mord und Bankraub mitten durch die USA, wie es Bonnie und Clyde taten. Es war eher ein schmaler Kratzer aus Ladendiebstahl, Scheckbetrug und unbezahltem Tanken. Aber Verbrechen ist Verbrechen. Und sie fuhren rücksichtslos. Da sie mit der Waffe lebten, zumindest hatte Vance eine, war es nur angemessen, dass sie auch durch Waffen umkommen sollten. Vielleicht war es das Schicksal selbst, das sie in Plano, Texas, mitten ins Kreuzfeuer einer Schießerei zwischen der Polizei und Bankräubern führte. Oder vielleicht merken sie es erst, als es zu spät war. Man sagt, dass Vicky, hätte sie überlebt, in dieser Bank einen faulen Scheck eingelöst hätte. Wir werden es nie erfahren. Wir wissen lediglich, dass das Auto nebst Insassen durch das Kreuzfeuer zerfetzt wurde und sich die Polizei entschuldigte. Sie können das echte Todesauto dort hinten bewundern. Im Schaukasten daneben befindet sich Vance's Maschinengewehr. Okay. Erzähl mir nochmal von... Nein! Was sollte man über Prim wissen? Ein blühender Erholungsort in Clark County, Nevada. Direkt an der Interstate 15 gelegen. Egal, ob Sie Ihr Glück nicht bis Vegas zurückhalten können oder vor dem Verlassen Nevadas noch einen Jackpot möchten, in Prim sind Sie richtig. Die größte Attraktion der Stadt ist das Casino-Museum Mickey & Vance. Also sind Sie hier genau richtig, Paten. Okay, was ist mit dem Hotel Bison's Tief auf der anderen Straßenseite? Bison's Tief ist eines der weniger beeindruckenden Casino-Hotels von Prim. An ihrer Stelle würde ich mich davon fernhalten. Man sagt, dass die Groupiers da drüben mogeln und dass die wackelige Achterbahn jederzeit einstürzen kann, da sie nicht nach Vorschrift gebaut wurde. Aber was kann man schon von einem Ort erwarten, der nach einem der Haupttäter des Indianer-Genozids benannt wurde? Okay, die Frau kauft Hallo und verkauft, auch. Komm schon. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. Sehr gut. We'll be right back.